Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. Ja, seit einem Monat hat es kein Video mehr von mir gegeben, wegen Corona. Ich glaube, mehreren Leuten geht es derzeit so, dass nicht alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich hoffe natürlich, ihr seid trotzdem alle gesund und bei euch passt alles. Da ich ja eine Tochter habe und mit meiner Frau, ist es sehr schwierig immer Videos aufzunehmen, ohne dass da eben Hintergrundgeräusche sind. Aber allmählich spielt sich das Ganze ein und jetzt gibt's auch wieder ein Video von mir. Und zwar wollen wir in diesem Video alle Exo-Waffen durchgehen. Also wir fangen in diesem Video mit den Kinetik-Waffen an. Dann mache ich noch ein Video für die Energiewaffen und dann noch ein Video für die Powerwaffen. Seit Beginn von Destiny 2 bis jetzt haben sich ja die Exo-Waffen verändert, wie man sie eben erhaltet. Durch Quests oder durch einen Random-Drop oder exotischen Engrammen, egal. Das hat sich eben einiges verändert und da ja jetzt Destiny 2 kostenlos ist, haben wir sehr viele neue Spieler. Damit die natürlich auch wissen, welche Exo-Waffen das es eben gibt, mache ich das Video eben, damit die auch, wenn jetzt halt die sagen, okay, die wollen jetzt die Waffe, weil sie halt das kennen vielleicht, schauen sich aber ein Guide-Video an und dann ist es aber leider nicht mehr aktuell und fragen sich, ja, ich mache das genau, wie der das gesagt hat oder ich gehe da hin und es ist keiner mehr da. Egal. Und deswegen mache ich das Ganze. Also wir quatschen alles an, was sich verändert hat, geben kurz mal die groben Perks durch von den Waffen, was eben die Waffe ausmacht und fertig. Wenn einer eine bestimmte Waffe braucht, ich will die Waffe, ich glaube, da hat sich was verändert, werde ich euch die Zeiten in der Videobeschreibung komplett reinschreiben. Damit ihr euch nicht das ganze Video anschauen müsst, dann spult ihr einfach nach vorne und wisst, wie ihr die Waffe bekommt. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit der ersten Waffe an. Und zwar ist es das Arbeitstier, ein Automatikgewehr. Die Waffe ist ein Random Drop, die bekommt man also in allen Aktivitäten. Und dann kommen wir zu dem Exo-Perk quasi von der Waffe, der heißt Zahltag. Also wir haben ein größeres Magazin, verbesserte Präzision, wenn aus der Hüfte gefeuert wird. Wenn man Munition für diese Waffe aufsammelt, wird sie automatisch nachgeladen. Und dann kommen wir noch zu dem zweiten relevanten Perk, Dauerfeuer erhöht Reichweite und Feuerrate. Die Waffe ist auch sehr beliebt im PvP, damit kann man einiges wegholen. Es ist für einige Leute beliebt. Dann kommen wir zu der Sturmhandfeuerwaffe. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Die Waffe bekommt man immer noch bei der Exodus Black auf Nessus. Da fängt man quasi mit einer Mission an, da wo man die Astronauten suchen muss. Da auch wieder ein Guide-Video in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr genau nacheinander die Missionen machen und nach dem gehen, was euch da gesagt wird. Gut, dann gehen wir zu den Perks. Helfers, Helfer. Kills mit dieser Waffe laden das Magazin der ausgerüsteten Energiewaffe mit Reserven. Und zu dem zweiten. Kills mit Rang laden diese Waffe nach und lassen ein Bonusschadengeschoss ins Magazin überlaufen. Gut, dann kommen wir zu der Schwingen der Wachsamkeit. Ist ein Impulsgewehr, auch sehr beliebt in PvP. Die hat sich verändert. Die bekommt man jetzt auch als Random Drop in allen Aktivitäten. Dann kommen wir zu dem Exo-Perk. Harte Wahrheiten. Diese Waffe feuert einen 5er Feuerstoß ab. Wenn ein Verbündeter in der Nähe getötet wird, erhältst du Gesundheitsregeneration und erhöhtes Bewegungstempo. Und dann noch der zweite. Verbesserte Waffenleistung und erheblich erhöhte Erholung, wenn der Besitzer das letzte lebende Mitglied eines Einsatztrupps ist. Dann kommen wir zu der Ratenkönig-Pistole. Diese Waffe bekommt ihr auf den Titan, das ist auch eine Missionsreihe. Ihr müsst aber die Titan-Story auch komplett durchspielen. Dann könnt ihr eben auf Titan zu Sloan gehen und dort beginnt ihr mit der Mission Der Feind meines Feindes. Dazu gibt es auch wieder ein Guide-Video, wie ihr das Schritt für Schritt abschließen könnt. Dann kommen wir jetzt wieder zu dem Exo-Perk. Rattenmeute. Diese vollautomatische Waffe wird stärker, wenn Verbündete in der Nähe sie auch ausgerüstet haben. Bis zu 6-mal stapelbar. Und dann ist auch noch gut bei dieser Waffe, wenn man nach einem Kill sofort nachlädt, wird man für kurze Zeit unsichtbar. Also jetzt vergleichen wir mal bei PvE.
Ihr killt ein Ad, ladet nach und werdet unsichtbar. Und das könnt ihr die ganze Zeit machen. Also ich finde das richtig geil. Und die Waffe ist auch sehr beliebt in PvP. Dann kommen wir zu der Mida Multi-Werkzeug. Das ist ein Scout-Gewehr. Das hat sich auch verändert, ist auch ein Random Drop in allen Aktivitäten. Der Exo-Perk, Mida Multi-Werkzeug. Diese Waffe bietet einen Bewegungstempo-Schub. Und der zweite, beim Verwenden der Zielvorrichtung bleibt das Radar aktiv. Also sehr beliebt im PvP. Wenn man im Scope ist, hat man weiterhin den Radar zur Verfügung und man sieht natürlich, ob irgendwelche Leute kommen. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Dann kommen wir zur Scharlach-Handfeuerwaffe. Die bekommt man auch als Random Drop in allen Aktivitäten. Dann kommen wir zum Exo-Perk, verbotene Waffe. Diese Waffe feuert eine 3-Schuss-Salve. Und dann, was eigentlich diese Waffe ausmacht, ist dieser Perk. Kills mit dieser Waffe heilen den Träger und Präzisionskills laden außerdem das Magazin auf. Also richtig zwei starke Perks für diese Waffe. Auch sehr beliebt im PvP, aber ich finde es auch eine gute Waffe für PvE. Dann kommen wir zum Jadehasen. Ist auch ein Scout-Gewehr und es ist auch ein Random Drop in allen Aktivitäten. Zum Exo-Perk: Schicksal aller hat Narren, verkehrte Körpertreffer, um für deinen nächsten Präzisionsschuss Bonusschaden zu erhalten und damit Munition ins Magazin zurückwandert. Diese Perks sind eigentlich ganz normale Perks, da gibt es jetzt nicht noch einen zweiten relevanten Perk dazu. Dann kommen wir zu der Huckleberry, eine Maschinenpistole. Diese gibt es auch als Random Drop in allen Aktivitäten. Der Exo-Perk Bullenreiten, erhöhte Feuerrate und stärkerer Rückstoß, wenn der Abzug gehalten wird. Kills mit dieser Waffe laden einen Teil des Magazins nach. Und was für mich jetzt noch relevant ist, finde ich jetzt halt für den PvE-Modus, ist halt Prallgeschosse, weil die Geschosse dann auf harten Oberflächen nochmal zusätzlich abprallen. Dann kommen wir zu Surus Regime, ist ein Automatikgewehr, auch sehr beliebt derzeit in PvP. Diese Waffe bekommt man auch als Random Drop in allen Aktivitäten. Zum Exo-Perk Surus Vermächtnis, die zweite Hälfte jedes Magazins verursacht Bonusschaden und hat eine Chance, bei einem Kill Gesundheit zu gewähren. Und dann kommen wir noch zu den anderen Perks. Da kann man sich eben aussuchen, welchen man haben möchte. Wenn du den Abzug gedrückt hältst, erhöht sich die Feuerrate. Ja, also wenn man jetzt halt die Feuerrate erhöht und jeden Schuss trifft, ist es natürlich sehr gut, weil man macht ja auf kürzerer Zeit mehr Schaden. Aber bei Benutzung der Zielvorrichtung verlangsamt sich die Feuerrate, aber der Schaden erhöht sich. Also, wenn man die Zielvorrichtung benutzt, die Feuerrate verringert sich, aber die Kugeln machen dadurch mehr Schaden. Also man kann sich eben aussuchen, was man gerne haben möchte. Finde ich sehr gut. Dann kommen wir zu Cerberus Plus 1, auch ein Automatikgewehr. Und diese Waffe ist auch ein Random Drop in allen Aktivitäten. Und dann haben wir den exotischen Perk Vierköpfiger Hund. Verschießt unbrechenbare Kugeln aus allen Läufen gleichzeitig. Und dann zu dem zweiten Perk. Durch Zielen mit dieser Waffe wird die Verteilung der Projektile eingeschränkt. Dann kommen wir zu den Wunschenderbogen. Da hat sich was verändert. Und zwar gibt es in der träumenden Stadt einen Dungeon, den Thron. Und dort musste man den Thron so lange spielen, bis man zu einer Statue gelangt. Und dort hat man eigentlich die Exo-Quest bekommen. Ich habe jetzt erfahren, dass man eben jetzt diese Quest bei Petra Venge bekommt, die man sich da abholt. Aber danach muss man eben auch wieder in den Thron. Und in jeder Phase gibt es eben Kugeln, die versteckt sind, die man sich holen muss und dann bei bestimmten Statuen eindanken muss.
Also ab dem Zeitpunkt, wenn ihr da ein Guide-Video findet oder ich hau von Anima eben eins rein, weil das habe ich leider nicht gemacht. Das hau ich euch in die Videobeschreibung rein und dann könnt ihr einfach so weit vorspulen ab dem Zeitpunkt, wo es eben um diese Kugeln geht, weil ab da ist es auch wieder aktuell. Kommen wir noch zu den exotischen Perk. Zorn der Königin. Wenn man die Zielvorrichtung mit voll angespanntem Bogen benutzt, werden Feinde hinter Mauern markiert. Und durchdringende Pfeilspitze, die dem Ziel sowohl bei Eintritt als auch bei Austritt schadet. Ein Schuss kann mehrere Ziele durchdringen. Also richtig nice. Gut, dann kommen wir zu der Dienstvergehen Handfeuerwaffe. Da hat sich auch nichts geändert, also wenn ihr Gambit spielt und ihr eure Partikel eingedankt habt und ihr bekommt dann euren Boss, dann braucht ihr einen bestimmten Boss und zwar so einen Servitor-Boss. Da ist so eine runde Kugel, für die was es nicht wissen. Und das ist dann die Möglichkeit, wenn man es schafft, gegen das Team diesen Boss als erstes zu besiegen, dann kann man diese Exo-Quest bekommen. Ist aber nicht hundertprozentig gesagt, dass man sie auch bekommt. Also Servitor-Boss vor dem Team töten und hoffen, dass man die Exo-Quest bekommt. Dann kommen wir noch zu den exotischen Perk Explosiver Schatten. Feuert verdorbene Kugeln ab, die sich in einen Feind vergraben. Stapelt man genug Kugeln, explodieren sie. Zum zweiten Perk Bonusschaden gegen besessenen Feinde und Gambit-Eindringlinge. Also allgemein gegen alle besessenen Adds erhöhter Schaden und wenn ihr Gambit spielt und da kommt ein Eindringling, also vom Gegnerteam kommt einer rüber, macht ihr auch höheren Schaden. Dann kommen wir zu der Peak Ass Handfeuerwaffe. Bei der Waffe hat sich auch nichts geändert. Ihr müsst einmal die Forsaken Story komplett durchspielen, also ihr müsst das Forsaken Paket haben, Forsaken Story durchspielen. Also ihr müsst auf jeden Fall anfangen, das Gefängnis der Alten durchzuspielen, wo man eben die Szene mit Kate sieht, da möchte ich jetzt aber nichts verraten. Und dann könnt ihr eben aber schon zu Banshee 44 auf den Turm gehen und euch die Quest Kates Testament abholen. Und dann könnt ihr einfach weiter. So, dann kommen wir zu der Chaperone Schrotflinte. Auch sehr beliebt im PvP, weil es sich so eine verdammt weite Reichweite hat. Und diese Quest bekommt ihr bei Lord Shax auf dem Turm, der für PvP zuständig ist. Da könnt ihr euch die Waffe abholen, also die Quest dazu abholen. Dann kommen wir zu den Exo-Perk. Präzisionskugel feuert ein einzelnes Präzisionsgeschoss ab. Also wie gesagt, da sie ja so viel Reichweite hat, aber eben ein Präzisionsgeschoss hat, muss man den Gegner richtig treffen. Aber wenn man ihn trifft, dann ist er auch tot. Und das auf eine weite Reichweite. Und zu dem zweiten Perk, Präzisionskills verleihen kurzzeitig einen Bonus bezüglich Handhabung, Reichweite und Präzisionsschaden mit dieser Waffe. Dann kommen wir zur Izanagis Bürde Scharfschützengewehr. In der letzten Season sehr beliebt gewesen gegen Raid-Bosse oder Dämmerungsbosse, weil sie eben in der letzten Season 20% Schadensbuff bekommen hat, aber der ist eben jetzt wieder weggenommen worden, also für alle Snipers als auch für diese Sniper, aber sie ist dennoch sehr beliebt. Diese Waffe bekommt ihr, wenn ihr euch bei Ada One auf dem Turm die Quest Schloss und Schlüssel abholt, aber die bekommt ihr nur, wenn ihr alle drei Schmieden freigeschalten habt. Also denk mal, dazu gibt es auch ein Guide-Video, das werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung reinschreiben. Zu dem Exo-Perk, geschliffene Klinge. Wenn du die Nachladetaste gedrückt hältst, wird das Magazin aufgebraucht und du erhältst eine Kugel mit zusätzlicher Reichweite und mehr Schaden. Also du hast 4 Schüsse im Magazin. Wenn du quasi die Vierecktaste gedrückt hältst, dann wird es zu einem gebündelten Schuss und ist ja klar, man macht dann mehr Schaden. Und das ist auch der Perk, der was relevant war für diese Waffe oder ist, wo man eben so viel Damage gemacht hat.
Dann kommen wir zu das letzte Wort. Ist eine Handfeuerwaffe und bei dieser Waffe hat sich eigentlich auch nichts geändert. Ihr bekommt diese Quest beim Vagabunden auf den Turm und diese Quest heißt die Verlockung. Dazu gibt es auch wieder ein Guide-Video, habe ich euch in die Videobeschreibung. Dann kommen wir zum Exo-Perk, Fächerfeuer. Diese Waffe feuert vollautomatisch. Treffer aus der Hüfte erzielen Bonus Präzisionsschaden und erhöhen sowohl Nachladetempo als auch Genauigkeit. Dann kommen wir zu der Arbalest. Das ist ein Linear-Fusionsgewehr. Wird gern auch, ja, ich sag mal, Sniper benutzt. Diese Waffe ist jetzt auch ein Random Drop. Das gab es früher in dem Frühlings-Event letztes Jahr. Und da hat man sich die ja spielen können. Und die gibt es eben jetzt halt auch als Random Drop. Dann kommen wir zu dem Exo-Perk. Bedingende Macht. Feuert Kugeln, die den Elementarschilden von Feinden massiven Schaden zufügen. Und diese Perks sind eigentlich, ja, der ist noch vielleicht relevant. Zerstörst du einen Feindschild mit dieser Waffe, sind sie für kurze Zeit anfällig für Kinetikschaden. Gut, dann kommen wir zur Dorn-Handfeuerwaffe. Da hat sich auch nichts geändert. Diese bekommt man auch noch so wie vorher. Die Quest heißt ein geschmolzener Metallklumpen. Die Waffe bekommt man in der ETZ, wenn man da so ein, ja, einen geheimen Abteil, sage ich jetzt mal, auf der ETZ. Da gibt es eben eine Feuerstelle, die ist erloschen. Da ist dann nur noch Asche drin und in dieser Asche befindet sich dann eben diese Quest. Aber dazu gibt es auch ein Guide-Video von mir in der Videobeschreibung. Dann kommen wir zu dem Exo-Perk, Zeichen der Verdammnis. Geschosse durchdringen Ziele und verursachen Schaden über Zeit. Kills mit dieser Waffe hinterlassen Überbleibsel. Also wenn ihr quasi einen Gegner damit abschießt, dann ja, ist es bei dem Gegner dann am Bildschirm quasi dann so leicht grünlich und er kriegt dadurch weiterhin Schaden kurzzeitig. Also diese Waffe ist auch brutalst. In PvP spielen sehr viele Spieler. Dann noch zum zweiten Perk. Wird ein Überbleibsel absorbiert, stärkt dies Zeichen der Verdammnis. Oh, Entschuldigung. Zeichen der Verdammnis, nicht Verdammnis. Ach. Und lädt das Magazin teilweise nach. Also wenn ihr einen Ad oder einen Gegner damit tötet, bleibt da was liegen. Das sammelt ihr auf und dadurch wird das Magazin teilweise nachgeladen. Dann kommen wir zum perfektionierten Ausbruch. Ist ein Impulsgewehr, sehr beliebt im PvP, auch im PvE. Zwar jetzt nicht mehr so verbreitet, aber war sehr stark. Und das bekommt man auch durch so einen Missionslauf. Das ist Stunde 0. Da muss man quasi so ein Jump and Run Abteil und ablaufen und Ads töten und dann noch einen Boss töten und am Ende bekommt ihr eben diese Waffe. Dazu gibt es aber auch ein Guide-Video von mir. Dann schauen wir zum Exo-Perk. Die Korruption verbreitet sich. Diese Waffe erzeugt Sivanatiten-Schwärme durch schnell aufeinanderfolgende Treffer und Präzisionskills. Also das sind so Nanitenschwärme, wenn ihr auf einen Gegner schießt, dann werden das immer mehr Schwärme und diese Naniten machen eben noch zusätzlichen Schaden. Und deswegen ist die Waffe auch so beliebt. Zum zweiten Perk. Diese Waffe verursacht mehr Schaden bei Feinden basierend auf der Anzahl der Sivananiten, die an ihn haften. Also mehr, umso mehr Naniten natürlich haften, umso mehr Schaden macht es natürlich. Dann kommen wir zu schlechtes Karma. Da hat sich eigentlich auch nichts verändert. Da geht es quasi um die Tributhalle. Die müsst ihr erstmal freischalten. Müsst da einige Triumphe abschließen. Und
ja, einiges müsst ihr da auf jeden Fall machen. Davon gibt es auch ein Guide-Video von mir. Und wenn ihr eben bei den Tributhallen eben diese Sachen freigeschalten habt, dann habt ihr eben Zugang zu dieser Mission, sage ich jetzt mal. Und dann könnt ihr euch da auch die Waffe erspielen. Aber eben Guide-Video in der Videobeschreibung. Da ist alles genauestens erklärt. Dann kommen wir zum Exo-Perk Fluchregen. Kills laden das Magazin nach, erhöhen den Schaden kurzzeitig und gewähren Superenergie je nach Stärke des Fluchregens. Feuert vollautomatisch. Für den Pulsgewehr sehr praktisch. Dann kommen wir zu der Handfeuerwaffe Lumina. Die Lumina gibt es immer noch als Quest. Die Quest heißt ein schicksalhaftes Geschenk. Und die gibt es bei der ETZ in einer Kiste. Und zwar da, wo ihr euch die Dorn in der Feuerstelle da geholt habt. Und genau an diesem Platz, nur gegenüber von der Feuerstelle, ist so eine Kiste. Und da befindet sich auch die Lumina Handfeuerwaffen-Quest. Aber davon gibt es auch ein Guide-Video von mir. Gerne in der Videobeschreibung reinschauen und dann nacheinander abschließen. Dann kommen wir zu den Exo-Perk Nobelgeschosse. Kills mit dieser Waffe hinterlassen Überbleibsel. Das Absorbieren eines Überbleibsels verwandelt deinen nächsten Hüftfeuerschuss in ein verbündeten suchendes Nobelgeschoss und lädt das Magazin teilweise nach. Dann zum zweiten Perk. Benutzt man ein Nobelgeschoss für Verbündete, werden diese geheilt und gewährt dir und ihnen kurzzeitig einen Waffenschadenbonus. Also ihr habt dann quasi, wenn ihr Gegner tötet, habt ihr dann so eine Stackung, da wo ihr dann eben so ein Geschoss, so ein weißes Kugelgeschoss auf euren Partner schießt und der wird dann geheilt. Das ist eine heilende Waffe, kann man sagen. Hat sich aber nicht so durchgesetzt. Aber ich finde, das ist mal wieder was anderes. So, dann kommen wir zu den letzten zwei Waffen. Und einmal zu der Monte Carlo, ein Automatikgewehr. Das ist auch ein Random Drop, also in allen Aktivitäten erhältlich. Zum Exo-Perk Monte Carlo Methode. Mit dieser Waffe Schaden zu verursachen, reduziert deine Nahkampfabklingzeit und hat bei jedem Kill eine Chance, deine Nahkampffähigkeiten voll aufzuladen. Und zum zweiten Perk. Diese Waffe gewährt erhöhten Schaden durch Nahkampfkills und Kills mit dieser Waffe. Nahkampfkills gewähren für diese Waffe passende Munition. Und dann zu guter Letzt eine, ja, sehr beliebte Waffe in PvP, die Bastion, ist ein Fusionsgewehr. Und diese Waffe hat man vorher durch ein Rätsel, durch eine Kombination in der Aktivität freigeschalten, aber die Aktivität gibt es jetzt nicht mehr, das war von Osiris und Glad hat damals mit der Community diesen Code geknackt und rausgefunden. Die haben da ein paar Tage stundenlang dran gesessen, also es war richtig Hammer und dann konnte man eben mit dieser Kombination die Quest erhalten und da es das jetzt nicht mehr gibt, hat sich eben das auch geändert und diese Waffenquest bekommt man jetzt beim 14. Heiligen auf dem Turm und die Quest heißt Memento. Dann kommen wir zu den Exo-Perk Fäuste des Heiligen. Aufladen, um 3 Salven an kinetischen Geschossen abzufeuern. Also die ladet quasi 3 Geschosse ab und gibt sie hintereinander gleich ab. Zum zweiten Perk. Ein Teil des Schadens dieser Waffe umgeht Elementarschilde. Also wenn jemand ein Elementarschild hat und ihr schießt darauf und es ist ja jetzt zum Beispiel der hat ein Solarschild und das ist ja keine Solarwaffe, dann ist es schwieriger, das Schild runterzuschießen. Aber durch diesen Perk umgeht ihr das etwas und ihr macht mehr Schaden an dieses Schild wie regulär andere Waffen. Gut, dann das war's von den Kinetikwaffen. Kurz mal ein kleiner Einblick zu den Energiewaffen. Also wir haben hier nochmal die Energiewaffen, gibt es auch nochmal ordentlich. Und nochmal bei den Powerwaffen gibt es auch nochmal ordentlich was zu holen.
Gut, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren stellen. Bin jederzeit für euch da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und schaltet die Glocke ein. Okay, Leute, ich wünsche euch was, bleibt gesund und nicht vergessen, immer schön Gamer bleiben.